Hi, ich bin der Nepomuk und muss mich seit einiger Zeit zwangsläufig mit dem Thema Krebs auseinandersetzen, weil ich selber betroffen bin. Und vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, ich habe schon das ein oder andere Video darüber gemacht. Dieses Videoding ist eine Sache, die ich am Anfang in erster Linie mal für mich selbst gemacht habe. Mit der Zeit haben mir aber andere Leute, die selbst von dieser Krankheit betroffen sind, geschrieben und haben mir mitgeteilt, dass meine Videos ihnen echt ein bisschen helfen. Und als mir dann aufgefallen ist, dass ich mit meinen Videos nicht nur mir selbst, sondern auch anderen Kraft geben kann, muss ich sagen, war das schon echt eine coole Sache. Jetzt ist die Rheinzeitung auf mich aufmerksam geworden und auf mich zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht ein Interview zu der ganzen Sache führen können. Und wenn euch das Ganze interessiert, ihr das Interview vielleicht sehen wollt, dann könnt ihr euch das ja gerne mal reinziehen. Das volle Interview gibt es zu sehen auf dem YouTube-Kanal der Rheinzeitung und auch auf www.rhein-zeitung.de und natürlich auch zu lesen in der Zeitung. Wir sehen uns dann da. Und bis dahin, ciao. Ich würde niemandem vorschreiben, geh so mit deiner Situation um, weil das muss jeder individuell für sich selbst entscheiden. Aber es sind halt einfach Tipps, die ich halt aus meiner Erfahrung raus geben kann. Sich selbst ganz persönlich einen eigenen Weg suchen, damit umzugehen. Ich mache meine Videos, man kann vielleicht auch nur Musik machen, man kann auch vielleicht Tagebuch schreiben. Wie ich es gesagt habe, dieses Video-Ding war ja am Anfang wie so eine Art Tagebuch.